Ja, das Ganze möchte ich einordnen mit Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Grüße Sie, Herr Hart. Guten Morgen. Herr Hart, zuletzt konnte sich Prigozhin ungefährdet in Russland bewegen. Man hat ihn auch am Rande des Afrika-Russland-Gipfels in St. Petersburg gesehen. Und vor kurzem erst tauchte ein Video auf, das ihn mutmaßlich in Afrika zeigte. Man hatte irgendwie den Eindruck, eventuell habe sich Prigozhin rehabilitiert. Haben wir uns da in Putin getäuscht? Also mir fällt es schwer daran, an einen Zufall oder Unfall zu glauben, weil ja auch vorgestern mit Surowikin ein führender General, der eng mit Prigozhin zusammengearbeitet hat an der russisch-ukrainischen Front oder in der Ukraine bei dem Angriffskrieg gegen die Ukraine offiziell entmachtet worden ist. Und dann gestern dieser Absturz. Als vor zwei Monaten dieser angebliche Friedensschluss zwischen Putin und Prigozhin vermittelt wurde von Lukaschenka, dem Präsidenten von Weißrussland, haben wir alle schon gedacht, das wird nicht das letzte Wort in dieser Auseinandersetzung sein. Das hat Putin die Kraft gegeben, ein Stück weit die Dinge zu ordnen und zu beruhigen. Und jetzt schlägt er mit aller Macht zu. Prigozhin hat ihn ja übelst beleidigt. Er hat diesen Krieg gegen die Ukraine als das entlarvt und enttarnt, was es ist, nämlich ein aussichtsloses Unterfangen, der aussichtslose Versuch, dieses Land unter die Kontrolle zu bringen. Die russischen Streitkräfte entlarvt als keineswegs so stark, wie Putin uns das weismachen will. Und damit war eigentlich klar, da wird es keinen Frieden geben zwischen diesen beiden. Und Putin kämpft jetzt mit aller Macht und mit wachsender Brutalität um sein persönliches, politisches, vielleicht auch physisches Überleben. Und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich noch das ein oder andere Überraschende erleben. Ja, jetzt ist sozusagen eventuell ein Machtvakuum in der Wagner-Gruppe entstanden. Was bedeutet das Ganze jetzt für Putin? Russland nutzt ja diese Parallelstrukturen von irregulären Streittruppen an verschiedenen Konfliktherden in der Welt. Gehen Sie davon aus, dass das eine Nachfolge der Wagner-Truppe schon oder der Spitze der Wagner-Truppe schon geklärt ist? Oder wie verhält sich Putin jetzt? Wagner hat ja sowohl im Krieg gegen die Ukraine als auch in Afrika für Russland nützliche Dienste geleistet. Russland musste keine eigenen Truppen schicken, sondern hat diese Söldner eingesetzt. Aber das ist natürlich auch teuer und das funktioniert nur, wenn auch ein stetiger Strom an Geld aus Moskau Richtung Wagner fließt. Denn sonst würden diese Söldner diesen Kampf nicht führen. Und die Frage ist ja, ob Russland weiter bereit ist, Wagner in veränderter Form zu unterstützen und damit zum Spoiler von friedlichen, demokratischen Entwicklungen in Afrika zu werden, etwa in Mali, etwa in Burkina Faso, vielleicht auch in Niger, wo wir ja wissen, dass die Militärmachthaber in Niger, die vor wenigen Wochen geputscht haben, auch schon Gespräche mit Wagner-Leuten geführt haben. Wenn Wagner insgesamt jetzt geschwächt würde, wäre das eine positive Nebenentwicklung. Wenn Wagner damit zu einer marodierenden, auf sich selbst gestellten, brutalen Truppe werden würde, würde das neue Probleme produzieren. Aber ich glaube, dann muss man einfach die Entwicklung der nächsten Tage analysieren. Ich glaube, dass in Moskau dieser mutmaßliche Mord an Prigozhin eine Erschütterung darstellt, bis hinein in das Amtszimmer des Präsidenten. Und ich bin sehr gespannt, wie das Militär in Russland, wie die Bevölkerung in Russland darauf reagiert. Werfen wir zum Schluss noch einmal einen Blick auf Deutschland. Da debattiert die Bundesregierung noch über die mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Sollte jetzt hier vor dem Hintergrund vielleicht auch dieses Vorfalls eine schnelle Entscheidung getroffen werden? Und wie sollte die Ihrer Meinung nach aussehen? Die Entscheidung ist meines Erachtens überfällig. Es gibt ja auch viele Stimmen aus der Regierungskoalition selbst, die den Kanzler mahnen, die Entscheidung zu treffen. Diese Taurus-Raketen können von der Ukraine eingesetzt werden, wenn sie von Russland angegriffen wird. Sie bestellen aber, würden aber im Besitz der Ukraine auch eine militärische Bindung auf russischer Seite herbeiführen. Denn in dem Augenblick, wo Russland weiß, dass die Ukraine über diese Raketen, über diese Marschflugkörper verfügt, müsste das entsprechende Dispositiv, die Strategie Russlands in der Kriegsführung sich darauf einstellen, dass es diese Waffen gibt. Und das wäre ein positiver Effekt. Deswegen bin ich unbedingt dafür, dass das geschieht. Im Übrigen glaube ich, dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir für die Zeit eines
Friedens nach diesem Krieg die Ukraine so stark machen, dass niemand mehr auf die Idee kommt, sie zu überfallen. Natürlich an erster Stelle nicht Russland und nicht Weißrussland. Und deswegen finde ich auch die Überlegung, Dänemarks und den Niederlanden jetzt F-16 zur Verfügung zu stellen, richtig. Das wird vielleicht im Krieg noch keine Rolle spielen können, weil das zu lange dauert. Aber das wird die Ukraine für den Fall eines Friedens stärken, dass niemand mehr sie angreifen kann. Sagt Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Dankeschön für das Gespräch. Auf Wiedersehen.